Der sechste Eckstoß. Drüben hinter dem Tor, Sie sehen es jetzt im Anschnitt von fast in die Bobbys auf. Publikum ist hier hautnah am Spielfeld. Das sind nur 3-4 Meter. Und gelb. Zu Recht. Gelbe Karte für Steven. Ja, da war auch noch ein Reflex von Dremmler mit im Spiel. Ausverkauft. Ein Pass für Karl-Heinz Rummenigge. Der Ball wird jetzt schnell. Boden ist hier gut bespielbar. Es war lange nicht so kalt wie bei uns in Deutschland. Alle Ecken schlägt Lerby. Hoeneß vorne, Augenthaler vorne. Missverständnis, aber Rummenigge hat ausgebügelt, Lerby. Rummenigge kann nicht ins Spiel eingreifen, er steht hinter der Linie, ja. Sie sehen es jetzt hier, weil er sonst im Abseits gestanden hätte, das war ein Missverständnis. Hier, Sie sehen es auch jetzt an der Reaktion. Er musste heraus, weil er sonst im Abseits gestanden hätte. Minuten noch. Kraut. Gut gespielt. 3-3 jetzt. Hoeneß geht mit und Michael geht mit. Und wer kriegt den Ball? Der Michael und er schießt. Das dritte dicke Ding. Wir sehen es nochmal. Aber es wird nicht besser. Thomas Papas legt vor. Und der junge Rummenigge haut drüber. Ein 1:1. Das hieß ja nach Tottenham, weil Auswärtstore Doppelzellen 3 Tore schießen muss. Das ist Falco hier, der lange Mann. Eine der beiden Spitzen. Archibald. Brook. Dremmler sehr stark. Lerby müsste jetzt das Spiel verlagern. Links gehen 3-4 Mann mit. Wer sieht? Wir ziehen jetzt die Abwehrspieler mit. Grobe. Dürrenberger. Flügler sprintet links. Augenthaler. Noch einmal der Libero. Guter Pass von Kraus auf Dürrenberger. Hoeneß bietet sich an. Das war schade. Da wäre eine Flanke besser gewesen. Pardon.
immer noch konsequent mit zwei Flügeln, die Engländer. Grobe. Die Rembler. Ja, die verstehen sich heute nicht, die beiden. Wolfgang Rembler und Karl-Heinz Rummenigge. Nicht zum ersten Mal ein Missverständnis, leider.